Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Schön, dass ihr da seid. Ja. Bayone, alle gucken sich, wie bin ich hierher gekommen? Was mache ich hier? Oh mein Gott. Wir haben viele Gäste heute. Gelandet? Wir fangen heute mit der ersten Runde an von der Quizshow. Ja, wie ihr seht, sind einige gerade auf dem karibischen Urlaub noch und konnten sich den Quiz einfach nicht entgehen lassen. Ich fange mal an. In der unteren linken Ecke befindet sich der sympathische Podcaster, bekannt für seine Liebe zu Miitopia, Linky Will. Hallo, guten Abend. In der mittleren Ecke, in der Mitte befindet sich unser Mario Maker Streamer Cup Gewinner, der selbst bei Kaizo Level immer ruhig bleibt. Hallöchen, Momsi. Schön, dass du da bist. Hallo. Und zu guter Letzt in der rechten Ecke unser geheimer Synchronsprecher, welcher das Nintendo-Herz von uns allen immer höher schlagen lässt, wie Poki. Hallo, it's me. Ja, schön, dass ihr da seid. Was spielen wir heute? Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Ich hoffe, ihr könnt die ganzen Teilnehmer gut verstehen. Das habe ich tatsächlich nicht getestet. Ich hoffe, Discord ist laut genug. Im Chat, könnt ihr mal sagen, ob das passt? Ja, wir können dann nochmal eine Runde machen, wo jeder mal was spricht. Entschuldigung, ich war gerade im Chat. Ich hab das Gefühl, dass die Lautstärke ungefähr bei allen gleich ist. Ja. Nein, was hab ich getan? Gerade umgerettet. Okay, wir lassen das jetzt so. Hallöchen Lula, was machen wir heute? Heute machen wir ein Nerd-Quiz. Ich habe es jetzt erstmal Fritten-Quiz genannt, weil mir nichts anderes Besseres einfiel. Und ich würde sagen, ich erkläre das, wie es funktioniert, wenn ich die Fragen einblende, beziehungsweise das Board. Also würde ich sagen, Leute, auf geht's! So, ja, da haben wir die ersten Kategorien. Wir haben einmal Gamerwissen, wir haben Serien, wir haben Nintendo, wir haben Erdkunde-Biologie. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst in der Schule. Oh. Nein. Und natürlich Who's That Pokémon? Oh Gott. Ja, okay, ich dachte cool. So, hey. Ihr alle als Pokémon-Fans wisst bestimmt Bescheid. Wir Poki sind irgendwie Geister gerade. Ist ein Licht durchgebrannt? Mario? Mario? Also, ihr seht hier das Board. Ich beschreibe es mal ganz kurz. Wir haben 5 Kategorien, 5 Fragen. Und je mehr Punkte da draufstehen, desto schwieriger ist die Frage. Wir machen jeder Teilnehmer kann sich quasi eine Frage aussuchen. Zum Beispiel Linky sagt am Anfang Gamerwissen 200. Und die Frage wird dann zu allen zur Verfügung gestellt. Wer quasi zuerst buzzert und richtig liegt, kriegt dann 200 Punkte. Und wer falsch liegt, verliert 200 Punkte. Wenn keiner buzzert und keiner eine Ahnung hat, verfällt die Frage einfach. Dann gibt es dafür halt gar nichts. Warum sie streamen vom Strand? Ja. Sieht man, ne? Gut, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich hoffe, es ist das erste Mal, dass ich das organisiere / plane. Ich hoffe, dass die Fragen nicht zu schwer sind und auch nicht zu einfach. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall habe ich allein die Frage nicht nur geschrieben, sondern da waren mehrere Leute hinter. Also erstmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die Fragen zu herstellen. Bitteschön. Und ja, ich würde sagen, Sonne. Ja, Momsi kriegt bald einen Sonnenbrand, wenn er sich nicht eincremt. Ich stream vom Strand. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich würde sagen, Linky, Momsi, Pipoki, halt die normale Reihenfolge von links nach rechts. Das heißt, also, Linky darf sich eine Frage aussuchen. Okay, aber wenn ich jetzt die Frage richtig beantworte, darf dann als nächstes Momsi die Frage raussuchen. Genau. Beziehungsweise, okay. Ich würde einfach sagen, egal ob du... Ich meine, wenn du dir eine Frage aussuchst, ist es egal, ob du gebuzzert hast oder wer anderes oder ob er richtig oder falsch liegt, der nächste wäre Bomsi. Okay, also geht's immer bei um.
dass jeder so seine Favoriten abwählen kann. Okay, also gut. Ja? Okay, ja, ja, dann lass uns doch mal gleich anfangen mit Gamerwissen 200. Oh boy! Alles klar? Dann würde ich mal sagen, Hände an die Buzzer. Gamerwissen 200. Ich habe euch vergessen, etwas zu sagen. Es tut mir leid. Kann jeder von euch eventuell mal einen Zettel oder irgendwas holen und einen Stift? Denn wir haben eine Schätzfrage. Hey, ja. Gut, dass die als erstes dran kommt. Denn bei Schätzfragen wird das so sein. Ja, kein Stress, Zeit genug. Ja. Mal gucken, ob man es dann erkennen kann, aber schauen wir mal. Also effektiv wird das so sein, wir haben eine Schätzfrage, jeder von euch würde halt auf ein Stück Zettel, auf ein Stück Toastbrot, was weiß ich, die Zahl aufschreiben und dann würden wir es halt gleich gemeinsam, wenn ihr alles aufgeschrieben habt, in die Kamera halten und gucken, wer am nächsten dran liegt. Okay, wer am nächsten dran liegt, kriegt 200 Punkte. Genau. Alrighty. Und wenn es jetzt zwei die gleiche Zahl sagen oder gleicher Abstand, keine das Ahnung, was wir machen. Das wird nicht passieren, das wird nicht passieren. Das entscheiden wir. Ja. Ja, ja, bei Momsi merkt man, der Informatiker hat kein Papier zu Hause. Er ist auch am Strand, er muss jetzt erstmal ins Hotel laufen. Stimmt. Ah, ist er ja wieder. Da ist er. Solche schweren Anforderungen, Mann. Ja, ja, ich weiß, auf dem Strand muss man erstmal was finden, ne? Ja, Notepad normalerweise, ne? Okay. Ja, okay. Die Frage, meine Lieben. Wie viele Spiele wurden... Hey, listen! Was? Na, ja. Wie viele Spiele wurden beim Verkaufsstart der Wii U am 30. November 2012 in Deutschland veröffentlicht? Wie nochmal? Also wie viele Spiele... Mit wie vielen Spielen wurde die Wii U quasi auf den Markt geschmissen? Okay. Nur Retail oder auch digital? Alles. Okay. Homura, guck mal ganz oben, da steht so eine Nachricht. Bitte im Chat nicht mitraten. Was ist ein Chat? Die Teilnehmer könnten den Chat lesen. Han-Andi schreibt Hoppla. Hoppla! Hoppla! Also, Hoppla! Also, okay. Chat lesen. Gut. Ich wollte es ja noch nicht zeigen. Ich okay, habe ihr alles aufgeschrieben? Hoppla! Ja. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Hoppla! Dann würde ich sagen... 3, 2, 1, in die Kamera! Oh, das klappt ja gut. Da war's. Okay, Linky sagt 11. Momsi sagt 16 und Hiroki sagt 15. Oh, es waren tatsächlich 24 Spiele. Das heißt, Momsi ist am nächsten dran. Das heißt, der gute Momsi hat schon mal 200 Punkte ergattert. Oh. Und alle unterschätzen immer die Wii U, ey. Hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, weil irgendwie war die Wii U irgendwie plötzlich da. Keine Ahnung. Das war safe wegen den ganzen Digitalspielen, nicht wegen Retail. Alter, Momsi vereint das Gamerwissen. Ja. Momsi, du darfst die nächste Kategorie auswählen. 200 Punkte. Dann nehmen wir mal Serien und 300. 300, alles okay. Klar. Hoppla. Gut. Seid ihr bereit? Oh, ja. Ich bin mal gespannt, wer das beantworten kann. Wie heißt der vollständige Name der Zeitmaschine, mit welcher der Doktor in der britischen Science-Fiction-Serie Doctor Who durch Raum und Zeit reist. Ja. Die Abkürzung kennt man, aber ja. Momsi? Time and Relative Dimension in Space. Das war? Richtig! Oh, Momsi zieht euch ab! Ja! Okay, jetzt ist vorbei das Quiz, ne? Okay, tschüss, danke. Glückwunsch. Ich war mir erstmal nicht sicher, ob ich nur die Kürze nehmen soll. Serien, sind damit jetzt nur Realserien oder auch Zeichentrickserien, Animes und sowas gemeint? Rein theoretisch auch Animes. Okay.
Ich hatte die Kategorie Anime und Manga gehabt, aber das war mir irgendwie viel zu ultra-nerdig. Ich dachte mir so, boah, nee. Das wird, glaube ich, keiner erkennen, deswegen habe ich die Kategorie rausgeschmissen. Nee, nur, dass man weiß, worauf man sich so einstellen kann. Also, es aber kann ich sag's mal so, alles kommen. Es könnte sein, dass auch ein paar Comics kommen, drin kommen. Ja, okay. Das ist gut, zu wissen. Wie Poki. Lass mich raten. The Pokémon 100. Let's go. Okay. Who said Pokémon für 100? Jetzt müssen wir bei Discord gucken, oder? Also, auf dem Buzzer steht, es ist immer noch locked. Ist es richtig so? Nein, tut mir leid. Okay. Gut, dass du mich hier drauf hingewiesen hast. Ja, seid ihr bereit? Oh yeah. Okay. Welches Pokémon ist im Pokédex, im National Pokédex, unter der Nummer 7 zu finden? Linky? Shiggy? Das ist... korrekt! Yes! Glückwunsch! Da muss ich mal gucken. Habe ich das? Da habe ich sogar was vorbereitet. Oh, das ist aber, die Liste. Aber das ist schwer, wenn man das echt nicht weiß. Mhm. Das für 100 ist das schon schwer. Also ich glaube, die ersten 9 kann man noch erahnen. Ja, ja auch gedacht, aber weil die Frage das halt ist halt zuerst dieser Samen oder Glumanda. Ja, das ist dann so ein 1 zu 3. Ich würde sagen, ja, 1 zu 3 ist das halt. Aber da ich Shiggy-Fan bin, war ich mir da eigentlich ziemlich sicher. Das ja. ist schön. Siehst du, hat sich Auszahl gemacht. Boah, ich kann nicht mehr Deutsch reden. Ja, Linky, wenn du... 100 Punkte, du bist Nummer Platz 2 und du darfst die nächste Frage aussuchen. Geil, okay. Das läuft ja richtig gut. Ich nehme jetzt Hustert Pokémon für 300. Oh je. Okay, ob Blinkys Glück noch anhält, werden wir gleich sehen. Bazaar entsperren. Denn jetzt ein bisschen ernst. Wie heißt die letzte Entwicklungsstufe von Feuerriegel? Buzzer ist immer noch entsperrt. Fuck! Ja. Jetzt ist es locked. Es tut mir leid. Aber es hat die Poki gebuzzert. Entschuldigung, eigentlich wollte ich nicht. Ja. Was meinte Gönbi jetzt eben? Ich würde sagen, er ist eh gerade ganz hinten. Wie ist der Name? Tut mir leid, ich weiß nicht. Weißt du? Nee, tut mir leid, ich weiß nicht. Okay. Ich hab eine Idee, aber ich. Ich weiß es nicht, war leider falsch. Ja, gut, ich dann. Gib mir die Minuspunkte. Das ich heißt, hol das noch auf. Man kann es aufholen. Der Name ist Tornupto. Ah, es ist doch Tornupto! Mann! Ah! Na dran. Ja. Linke ärgert sich. Ja, und der Buzzer war halt aber auch nicht aktiviert. Ja, es tut mir leid, ich achte jetzt drauf. Ich bin noch nicht, ich muss erstmal reinkommen. Scheiße. So, okay, der Buzzer ist diesmal schon freigegeben. Momsi, du darfst die nächste Frage aussuchen. Ah, Tornupto, ey, na klar. Momsi ist irgendwie gemutet, oder? Jupp, das bin ich eventuell, weil ich den Block gerade weggeworfen habe. Nintendo 200. Hoppla. Sorry. Okay, welche Kategorie, Momsi? Nintendo 200. Oh, Nintendo 200. Ende an die Buzzer. Okay, wir müssen warten, bis der Resub weg ist. Vielen Dank für den Resub, Bibi. Support. Nun kann man jetzt über die Länge treiben. Vielen Dank. Oh. Der BKTE sub seit 5 Monaten, Streame wissen 9999. Das Gute Sub-Bibi ist, wir haben wieder eine Schätzfrage, Leute. Oh. Okay. Ich hol den Block nochmal. Ich bin mal gespannt, wer da am nächsten dran ist. Ich finde die Frage tatsächlich ziemlich schwierig. Aber ist eine Schätzfrage, also. Gut, ihr seid bereit, auf geht's. Wie viele Mario Party Teile waren bisher weltweit auf dem Markt? Okay. Also du meinst schon als Videospiel auch? Als Videospiele. Okay. Nicht Brettspiele oder sonst was. Ja, okay. Wenn ich wüsste, ob das eine jetzt dazu zählt oder nicht. Das ist
eine Schätzfrage, nicht eine, muss genau sein, Frage. Ja, aber wenn es jemand anders korrekt hat. Okay, wer schon notiert hat, einmal Hand hoch. Ja, okay. Wie das einschätzen kann. Ich hasse meine Antwort, aber ja. Okay, dann Zettel in die Kamera, meine Lieben. Also. Oh Gott. Linky ist bei 15, Momsi bei 110. Nein. 10. Und Fipoki bei 12. Okay. Das war eine hässlichere 1. Hab ich da, warte mal, ich muss mal gucken, habe ich da eine Auflösung? Nee, leider nicht. Bei Mario Party waren ja nicht natürlich die Mario Party 1 bis 10 Reihe drin. Und jetzt Super Mario Party für die Switch, das wären ja schon 11. Es gab noch diverse andere Spiele, zum Beispiel auf dem DS und Co. Das habe ich total vergessen. Und insgesamt sind auf dem Markt 17 Super Mario Teile. Das heißt, Mario Party. Das heißt, Linky war am nächsten dran mit 15. Das heißt, er 17. gewinnt. Echt? 200 Punkte. Ich musste gerade gucken. Ich wusste jetzt nämlich nicht, ob dieses Kartenspiel E-Card Reader in den USA, ob das auch dazu zählt. Ich habe tatsächlich hier eine Liste, wenn. Also, ich werde es jetzt mal bei uns in den Discord-Channel. Oh nee, ich mach's lieber nicht. Wenn ihr Interesse habt, ich kann euch den Link später mal mitteilen, dann könnt ihr das nachlesen. Ja. Gut. Okay, nächste Frage, nächstes Glück. Was ist ein Speer? Wie bitte? Wasser in Sperr. Ach so. Für die beiden Fälle. Dankeschön. Ich glaube, eben war Momsi dran, ne? Gerade wieder so ein Goldfischgedächtnis. Ipoki, dann deine Kategorie. Nehmen wir mal Erdkunde. 100. Ja. Mhm. Okay, ich brauche jetzt gar nicht was. Welchem Land ist Berlin? ihr habt echt ein Talent, wisst ihr das? Ihr schafft es, alle Schätzfragen auf einmal hintereinander zu kriegen. Okay. Gut. Schätzfrage. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich lese die Frage mal vor. Wie viele Länder stehen in der Liste? Stehen in der Liste der Staaten der Erde Liste. So. Nochmal was? Fast kurz gesagt, wie viele Länder gibt es auf der Welt? An der Kante. Achso, okay, gut. Dann habe ich da eine Schätzung. Wer hat in der Schule aufgepasst? Niemand. Die Wohlherde zählt nicht dazu. Nein. Deswegen sind wir ja hier. Okay, ich habe was aufgeschrieben. Okay, nice. Oh. Mann, mein Knopf ist zu langsam. Ich habe auch was. Sehr schön. Ja, ich habe auch was. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, ihr wisst das, was zu tun ist. Ab mit den Zetteln in die Kamera. Oh, Linky 211. Momsi 86, oder nee, ziemlich niedrig, und die Poki 128. Okay. Ja, ja, jetzt komme ich auch drauf. Ja. Also, ich kann schon mal sagen, 60 oder 80 Länder wären ein bisschen wenig. Also, Momsi, du bist schon mal raus. Okay, wer kriegt die Punkte? Die Poki oder Linky? Die Antwort ist 193. Das müsste heißen, dass Linky am nächsten dran ist. Ja, mit, ja. 100 Punkte an Linky. Ja. Jackpot. Ich habe gedacht, es wären echt über 200 gewesen, aber okay. Ich glaube auch, das waren irgendwie über 200. Mir sind 250 im Kopf, aber manche Gebiete zählen irgendwie nicht dazu, wie Kurdistan oder sowas halt, ne? Das ist, ja, deswegen habe ich, keine Ahnung, ich habe da einen Link, da könnt ihr es nachsehen, wenn ihr möchtet. Okay. Linky! Achso, ich bin auch wieder dran. Bist du dran? Was für ein Zufall. Warte mal, ich habe noch mal ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Wir spielen jetzt die Fragen ganz normal. Es gibt jetzt am Ende keine doppelte Punktzahlrunde, oder?
Am Ende gibt es nur das, die Finalrunde, wo 10 Fragen gestellt werden, wo jeder gleichzeitig antworten kann. Ja. Und jede beantwortete Frage gibt entweder 100 oder 200 Punkte. Okay. Also ich hätte das wohl geplant, aber gucken wir mal, wie das wieder... Nee, ist okay, wollte ich jetzt nur aus taktischen Gründen wissen. Der Butter ist übrigens noch locked. Genau, vielen Dank. Ich nehme dann Nintendo für 600. Nintendo für 600. Okay. Die erste, etwas schwierigere Frage. Ich bin gespannt, wer sie lösen kann. Nintendo für 300. Aha. 600. 600. Aha. Was produzierte Nintendo vor dem ganzen Spielkonsolen? Omsi. Kartenspiele. Okay. Ich würde mal sagen, ich lasse es gelten. Ja. Es waren traditionell japanische Spielkarten, aber ja, denke mal, der Kontext passt. Ich habe hier ein Bild, falls jemand Interesse hat. So sahen die Karten früher aus, die Nintendo produziert hat. Das war irgendwie, weiß nicht, im 18. Jahrhundert oder so. Also, ja, ziemlich traditionelle Karten. Und aber die haben zwischenzeitlich noch was anderes gemacht, ne? Genau, aber damit haben sie halt gestartet. Ja, aber das war nicht die Frage. Okay. Die Frage, was haben sie vorspielt? Ist okay. Ich weiß, ich stehe zwar wie ein Arschloch, aber eigentlich, ne, ist okay, aber. Nehme ich auf, Fragen besser formulieren. Kriegen wir den nächsten Fall. Bis nächstes Mal weißt du es. Ja. Gut. Nice, cool, Rex. 600 Punkte für den Mo. Gut, Mo. Ach, ich. Bleiben wir dabei, Nintendo 300. Buzzer. Ihr zieht ja richtig das Ding jetzt aus. Muss ich buzzern, bevor ich die Kategorie sage? So, hierzu zeige ich schon mal etwas in die Kamera. Um euch da ein bisschen vorausahnen zu können, Nintendo 300. Ja, was sieht man da Schönes? Also, die Frage ist, warum trägt Mario schon seit seinem ersten Auftritt eine Mütze? Linky! Weil es früher nicht möglich war, Haare, Hände und so weiter ordentlich in Pixelgrafik darstellen zu können. Deswegen hat man ihnen eine Mütze und Latzhose gegeben. Das also ist einfach aus... Ja. Korrekt! Nicht schlecht! Aber wenn man sich die Zeichnung anguckt, ja, wie hätte man die Haare machen sollen, ne? Ja. So mit dem Mütze eine Runde Ding vorne. 300 das, Punkte das an Linky. Sehr viel Kunst. Mhm. Gut, die Bogi, du bist dran. Nintendo 100. Ihr steht auf Nintendo, kann das sein? Nein. Okay, Hände an die Wasser. Das ist eventuell eine relativ einfache Frage. Nein, wirklich? Unter welchem Namen ist Prinzessin Peach auch bekannt? Blinky. Princess Toadstool. Das ist korrekt. Mensch. Das kam ja wie aus den... Ah ja, übrigens. Falls jemand buzzern sollte, bevor ich die Frage zu Ende gelesen habe... Hör ich sofort auf, weiterzulesen. Ne? Wie sich halt gehört. Also Risiko. Ja. Ihr könnt natürlich auch schon eher buzzern. Klar, logisch. Gut. Dann möchte jetzt wieder Licky dran sein, oder? Ja. Erdkunde, Biologie für 1000. Oi. Da haben wir ja einen. Eine sehr ernste Frage, da bin ich mal gespannt. Ich bleib einfach mit meinen Händen weg. Ja. Ich passe schon mal. Nadelbäume verlieren im Winter nicht ihre Nadeln. Es gibt aber eine Ausnahme. Wie heißt dieser Baum? I'm out. Na, Momsi? Nee. Ich warte, ob ich mir das so sagen kann, aber die ist nicht da. Aber du hast doch 1100 Punkte, du kannst doch riskieren.
Okay, dann sage ich mal, die Frage ist gescheitert. Die Lösung wäre gewesen, Lerche. Wäre ich nicht drauf. Cool. Ja. Habe ich auch zuerst mal gehört in meinem Leben. Ja, gehört schon, aber jetzt. Alexa, was ist eine Lerche? Okay. Soll ich bei Google nach Leiche suchen? Ja. Hey, Google. Gut. Momsi, du bist dran. Nehmen wir mal Gamerwissen 300. Gamerwissen für 300 Punkte. Buzzer sind entsperrt. Okay. Welches Zahlungsmittel verwenden die Charaktere in Fallout? Linky? Kronkorken. Das ist... korrekt! Kronkorken war die richtige Antwort. Ich wusste nicht, ob die einen bestimmten Namen haben. Somit haben wir es geschafft, dass Linky und Momsi den gleichen Punktestand haben. Und Fipoki, das kriegen wir noch hin. Der holt noch auf. Okay. Fipoki, du hast die Ehre, die nächste Frage aussuchen zu dürfen. Ich will die ganzen 100er aufholen. Gamerwissen 100, bitte. Gamerwissen für 100 Punkte. Buzzer sind entfernt, freigegeben. So, also, da, die Frage, ne? Das müsste jeder von euch beantworten können. Also, wer jetzt am schnellsten Buzzer gewinnt, würde ich mal sagen, ne? Unter welchem Namen ist Super Mario auch bekannt? Linky? Also, ich denke... Hä? Genau. Was? Super Mario? Ja, meinst du jetzt Mario? Oder Jumpman? Oder hä? Okay. Ich lasse es gelten, weil die Frage ein bisschen doof gestellt war. Die habe ich tatsächlich von Rocket Beats kopiert. Jumpman wäre die richtige Antwort gewesen und das hast du ja auch gesagt. Ja, ursprünglich. Ich habe nicht das in Kopf, aber dann Moment, er hat nicht gesagt ursprünglich, sondern wie noch. Ja. So, ich meine, das ist laut nicht eigentlich Nintendo Lord Jumpman, Marios Vater oder sowas. Ich glaube, da gibt es viele Mythen. Aber die nächste Mythe, die wir jetzt klären müssen, ist, was ist die nächste Frage? Von wem geht das aus? Ich bin dran? Ja. Achso, stimmt, Fipoki war ja gerade mit den 100ern. Naja, dann bin ich mal so nett und führe Fipokis Tradition fort. Wir machen die 100er-Fragen weg. Serien 100. Serien 100. Alles klar. Buzzer sind entsperrt. Jo. So. Um welche Tiere handelt es sich bei den Figuren Itchy und Scratchy aus der TV-Serie Die Simpsons? Linky? Eine Maus und eine Katze. Ob das korrekt ist, habe ich dafür ein Bild vorbereitet. Und in der Tat... Hey! Linky schlägt zurück. Er ist in Führung mit mittlerweile 200 Punkten mehr als Bonzi. Das ist Tom und Jerry von Simpsons. Genau. Ja. Gut, Mo, du bist wieder dran. Komm mal, Erdkunde 600. Sophie Poki, ne? Jetzt Zeit. Auf geht's. Hat er schon bei 1000 gut geklappt, ne? Okay. Erdkunde. Moment, da. Okay. Die Frage glaube ich nicht. Oh je. Okay. Okay. Ich rede es einfach vor. Hast du den Buzzer bei Fipoki deaktiviert? Nein. Nee, der funktioniert bei mir. Ich drück den nur nicht. Außer bei dem einmal. Was mir das hier beschert hat. So. Wo ich es einmal gespammt habe. Die Frage lautet: Was ist eine Topographie? Topographie. Ich kann es nicht erklären. Also ich könnte es jetzt auch nicht hundertprozentig. Topographie, nein, keine Popographie. Ja, Linky hat gebuzzert.
Hat es nicht was mit Karten, also mit hier, also Wegkarten, solche Sachen zu tun? Also Atlas, so Karten halt. Geografie. Topografie. Ja. Aber soll man das gelten lassen? Ich weiß es nicht. Das hätte ich auch noch sagen können. Ja, ja. Ja. Was ist Topografie? Also es ist eigentlich. Ich würde das vorschlagen. Es ist eine genaue Landschaftsbeschreibung, also ist egal, mit allen Erhebungen und Gewässern. Mhm. Ja, so, Höhenkarte hätte ich. Ja, so. Höhenkarte. Ist kein Wort. Also Atlas ist ja allgemein gehalten, ne? Was meinen die Teilnehmer? Ich schieße mal so, dass es fair ist. Also ich fände es gut, wenn er mal 300 Punkte abgibt. 600 waren es. 600, ja, 600. Okay. Gegen Karte wäre ich auch. Der Chat sagt, es ist auch zu allgemein, also muss ich die 600 Punkte leider wegnehmen. Ist okay. Ich merke mir das. Fürs nächste Mal. Nee, für immer. Okay. Und vor allen Dingen für alle, die das im Chat auch gegen mich sind. Das Block ist ja schon da für die Liste, ne? Genau. Und gebannt. Gut. Das heißt, jetzt müsste die Pookie dran sein, oder? Ja, who's that so. Pokémon? 200, please. Okay. Die Pookie geht auf die 200er. Buzzer. Okay. Die Poki. Es ist eine Schätzfrage. Wie viele Pokémon gibt es? Geht mit allen Formen. Die Schätzfrage ist, wie viele Pokémon gibt es denn mittlerweile? Oh Gott. Werden auch noch Mega-Entwicklungen draufgezählt? Ich gehe mal davon aus, dass die nicht dazu gewählt werden, weil ich habe eine Pokémon-Liste gehabt und da waren die nicht eingezeichnet. Oh, bitte. Ich hoffe. Ach, shit. Du stellst Fragen. Naja. Ich hab auch einfach nur gegoogelt, ne? Mann. Also, entweder heißt es, okay, wir haben hier ein Totok, ne? Das ist ein Pokémon und dann haben wir ein Megatotok. Ist das jetzt ein Pokémon oder zählt das halt die zwei, weil es halt zwei Formen hat. Aber wenn man jetzt alle Formen mit dazu zählt, ja gut, ne, dann müsste man Arceus auch nochmal mit plus 16. Gib Fipoki jetzt einfach die 200 Punkte und gut ist. Okay, dann ich denke mal, jeder hat eine Zahl aufgeschrieben. Ja, ich habe eine. Okay, dann. Jetzt wahrscheinlich wirklich aufs Pokémon genau, ey. Ach was, nein. So. Als ob. Da? Achso. 903 sagt Linky, Boop sagt Momsi und 1050 sagt... Okay, also bei Momsi war es auf jeden Fall vierstellig. 1024 steht da. Okay. Die korrekte Antwort, wie ich das rausgefunden habe, lautet 890. Was ist nur so wenig? Das heißt, Linky kriegt die Punkte. Allein, jetzt mal zur Info, in der neuen, achten Generation, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind, sind 81 Pokémon dazugekommen. Doch nur so wenig. Gut, ne? Das heißt, 200 Punkte an Linky. Dein. Gut, damit ist Linky wieder dran, eine Frage auswählen zu dürfen. Okay, ja, komm, es hat mir zwar nur Unglück gebracht, aber dass die Kacke endlich mal weg ist. Erdkunde und Biologie für 300. 300. Okay. Ende an die Buzzer. Achso, ja. Oh, warte. Die gelockten Buzzer? Gelockt, ja. Alles klar. Okay. Hoppla. Was ist das denn? Okay. Allgemeinwissen. Von welchem Land wurde Mexiko im Jahr 1821 unabhängig? Ist doch vorher abhängig. Man kann auf die Lösung kommen, auch wenn man davon nie was gehört hat.
Keine Ahnung. Ich drück bestimmt nicht mehr bei der Kategorie, ey, vergiss es. Soll ich einen Hinweis geben? Nein, kein Hinweis. Nein, kein Antwort. Nee, du, ich wüsste da jetzt nichts. Okay, gib noch 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wie war die Frage? Die Frage war, vor welchem Land wurde Mexiko im Jahr 1821 unabhängig? Damit ist die Frage jetzt weg. Und welche Sprache spricht man denn in Mexiko? Mexikanisch. Breaking Bad, sage ich mal. Spanisch? Von welchem Land war es denn wohl abhängig vorher? Oh, Spanien. Ja, korrekt wäre das gewesen. Oh. Okay. Wenn man drauf kommen kann. Ja. Ja. Ja, stimmt. Ja, gut. Okay, ja. Nee, aber ich sag, bei der Frage, bei der Kategorie passe ich nicht. Okay, Mo, du darfst die nächste Frage auswählen. Na ja, komm, machen wir es fertig. Und dass das die erste fertige Kategorie ist, ist, wow. Aber Erdkunde für 200. Erdkunde für 200. Okay. Ende an die Buzzer. Nenne mindestens 4 Länder, welche aus dem Zerfall Jugoslawiens ab 1991 gegründet wurden. Wo lag Jugoslawien? In Europa. Das kann ich sagen. Nicht, dass das nicht für 2000 Punkte ist. Welches Jahr nochmal? 91. Aber Geschichte, meine Lieben. Allgemeinwissen. 1991 oder 1891. Ja. Okay. Ich bin auch hier, ja. Also. Ja. Gute Frage. Ja. Und da drüben, ja. Ja, ja, nee. Okay, ich merke, da kommt nichts. Dann beende ich hier die Frage. Die Lösung ist Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Slowenien und Montenegro. Habe ich was von gehört manchmal, ja. Cool Story, Bro. Allgemeinwissen? Niemals, natürlich. Früher hat man mal gesagt, man geht zum Jugoslawien essen. Jetzt sagt man, man geht zum Kroaten essen. Mhm. Auch so alt. Wo ist so Linke wäre das gewohnt? Alter Mann. Mann. Ich bin aber auch nicht dabei gewesen. Ich gehe nur zum Mac essen, deswegen kann ich nicht, keine Ahnung. Ein Döner okay. Mit Schaf, bitte. Ja, genau. Serien 200, bitte. Serien 200. Damit sind alle 200er Fragen jetzt auch weg. Oh, jetzt wird's spannend danach. Okay. Welche bekannte Serie spielt in der Stadt Albuquerque? Linky? Breaking Bad. Das ist... korrekt! Yes! Nenne eine. Damit hat Linky wieder aufgeholt. Echt? Oh ja, tatsächlich. 1100 cool. Punkte für Momsi und Linky. Und die Poki muss die nächste 1000er auf jeden Fall beantworten. Was? Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ich die 600 auswähle. Ich glaube, jetzt müsste Linky wieder dran setzen. Aus. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt dran? Ja. Okay. Hustert Pokémon für 1000. Ui. Da möchte es einer mal wissen. Hustert Pokémon für 1000. Also. Also, die Frage ist in meinen Augen relativ schwer. Okay. Welches Pokémon hat die höchste Basiswertsumme und ist somit das stärkste Pokémon, wenn man es fängt? Spoiler, es ist natürlich legendär. Ich weiß, welches es ist, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, kann ich nachvollziehen bei dem Namen. Okay.
Keiner möchte es probieren? Nee, ich drück nicht. No, Bogi, deine Chance. Der Name muss dir einfallen. Ja, blöd. Ich hab Pokémon leider noch nicht so weit gespielt. Ach, Mist. Okay, das ist traurig. Okay, dann ist die Frage auch beendet. Die Antwort ist... Ich guck mal gerade, Ich hab da sogar ein Bild. Er weiß es selbst nicht. So, hier haben wir eine Karte mit den stärksten Pokémon. Und es ist Indralos. Das war in der Indymax-Phase. Aber auch selbst ohne diese Phase ist er ganz weit oben. Wenn man die ganzen Megas nicht so rausnimmt. Also, genau, das ist das legendäre Pokémon, was in der neuen Pokémon Schwert und Schild dazu gekommen ist. Oh, ja. Ach, das Ding. Und das ist stärker als Mewtwo. Deswegen habe ich gedacht, dass jemand Mewtwo sagt. Ah, okay. Dö. Oh, Momsi. Wählen Sie Ihr Schicksal. Serie 9000. Oha. Jetzt wollt ihr es aber wissen. Okay. Serien für 1000. Wo ist die Frage? Immer sie doch noch hier. Ah ja. Dann bin ich mal gespannt, wer von euch... Wobei... Wenn ihr schon Jugoslawien nicht antworten konntet, ne? Was hat das damit jetzt zu tun? Stell die Frage. Okay. Welche Serie wurde in Jugoslawien produziert? Welche Aufschrift trägt das legendäre UFO-Poster in Mulders Büro in der Serie Akte X? Ich sehe ihn, keine Ahnung. Das hat eine Aufschrift. Es gilt als legendär. Was steht auf dem Poster beim Mulders Büro in Akte X? Leider habe ich Akte X nicht geguckt. Wo ist noch... Ich denke, ich weiß, um welches Poster es geht, aber ich habe auch Akte X nicht gesehen und... Das macht es ja nicht so einfach. Tatsächlich habe ich die Frage auch mal von Rocket Beans kopiert. Also auch eine Tausender. Oh, Scheiße, hätte ich das so mehr geguckt. Okay, dann beende ich die Frage. Ja, ich blende es einfach mal ein. Oh Gott. I want Billy. Ja, das hat man tatsächlich schon gesehen. Ich hätte aber ein anderes Poster im Kopf, also. Ich habe aber auch irgendwie die Frage nicht so ganz kapiert, aber jetzt das Büro. Ich habe Büro zu sehen. Okay, jetzt. Immer diese Plagiate. Ich hab's nicht gefotoshoppt. Gib mir das Skill für. Ach, wie Poki, du wärst dran. Dann nehme ich nochmal die Pokémon. Die 600 Punkte für Pokémon. Alles klar. Okay, das ist jetzt so eine teilweise Meme-Frage. Laut Mythos, wie genau entsteht ein Tragosso? Wie Poki! Es trägt der Schädel seine Mutter, nachdem es gestorben ist. Das ist tatsächlich korrekt! 600 Punkte an Fipoki. Nee, positive Punkte. Diese Theorie gab schon länger. Das ist das Kind, was quasi in diesem Mutter-Pokémon drin ist, wenn die Mutter stirbt. Und das nimmt den Schädel quasi davon auf. Und es gab immer einen Mythos, stimmt das nicht? Und die Theorie wurde jetzt quasi irgendwie vor kurzem... bestätigt, zwar nicht von Nintendo, aber inoffiziell von Nintendo, denn man kann Pokémon als Hilfe rufen bei irgendeinem Pokémon-Spiel und wenn du glaube ich das Mutter-Pokémon bist oder irgendwie so etwas, nee, wenn du Tragosso bist, kommt das Mutter-Pokémon als Hilfe, obwohl sie eigentlich überhaupt keine Beziehung zueinander haben. Damit wurde der Mythos dann nochmal neu aufgelegt vor kurzem. Ich glaube, das war ein 3DS-Spiel, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ein Mythos, was schon sehr lange rumkursiert. Und Fibogi hat verdient
die 6-mal Punkte auf jeden Fall verdient. Na, endlich. Das erste Mal Punkte, ja. bekommen auch, ne? Also, Punkte bekommen. Also, du brauchst jetzt noch 1000 Punkte, dann bist du in Führung, Fibogi. Ja, seht ihr also, ne? Ist alles möglich. Mhm. Inki, du darfst eine Frage auswählen. Ja, ach komm, wir machen Nintendo für 1000. Nintendo für 1000. Und den Buzzer noch. Buzzer ist entsperrt. So. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Wirklich? Aber ihr seid ja alle Nintendo-Nerds und ihr könnt mir mit Sicherheit sagen, was der Tutaka-Song ist. Tutaka-Song. Kannst du nochmal langsam aussprechen? Tutaka. Dotaka. Genau. Also ich kenne die Dothraki aus Game of Thrones. Was ist deren Song? Das ist... Ich sag's noch nicht. Nein? Kein Hinweis. Nee, sagt mir gar nichts. Man konnte es... Ah nein, kein Hinweis. Nein, nein. Okay, die Frage wurde nicht beantwortet. Ich denke, Momsi sagt auch nichts. Also. Der Tutaka-Song ist ein Easter Egg von Nintendo. Beziehungsweise der Name Tutaka ist eigentlich der Videospiele-Komponist, Synchronsprecher und Spieleentwickler von Nintendo. Und er versucht in möglichst vielen Spielen ein Lied zu verstecken. Zum Beispiel ist dieses Lied in Luigi's Mansion drin, Yoshi's Story, die ganzen Animal Crossing-Serie, sogar in Mario Kart 8 haben sie es versteckt. Das summen die Yoshis zum Beispiel in den Liedern, im Spiel. Und was das für ein Lied ist, das würde ich jetzt im Stream einmal zeigen. Das könnt ihr, glaube ich, leider nicht hören, liebe Streamer. Aber ich leite euch das gerne weiter. Im Discord. Mach mal kurz alles hier kaputt. Wer es hören möchte, habe ich soeben geteilt. Es gibt das leider auch in der Titeln. Wenn du bei Luigi's Mansion zum Beispiel einfach mal in den Optionen 10 Minuten lang nichts machst, kommt das Lied. Bei Yoshi's Story auch. Bei Animal Crossing kommt es, wenn du das Spiel beendest und solche Sachen. Das ist so ein also Nintendo Easter Secret, was sie überall Songs reinbauen. Easter okay. Egg Songs, so, sowas. Genau. Okay. Aber ich war echt, habe ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass das jemand weiß. Das ist ja schon sehr secret. Okay, ich merke schon, die Fragen waren auf jeden Fall zu schwer. Nichts gegen euch oder so. Ne, das ist jetzt, ich muss erstmal ein bisschen Erfahrung haben. Nee, das ist ja 1000 Punkte, das sollen ja schon ruhig schwere Fragen sein. Das ist ja in Ordnung. Okay, dann wäre jetzt Omsi dran, soweit ich weiß. Ja. Serien für 600. Serien für 600. Okay. Serien für 600. Da weiß ich noch, da hat einer gesagt von den Fragenmachern, dass die Frage viel zu einfach ist. Bin gespannt. In welcher... Moment. In welcher Serie musste BA immer betäubt werden, bevor er in den Titel stieg? Hiboki. Das A-Team. Das A-Team ist korrekt. Hiboki hat somit 600 Punkte gekriegt. Das heißt, 900 Punkte für dich. So, das heißt, wir haben jetzt noch 300 Punkte Unterschied. Das heißt, die nächsten beiden Fragen würden schon zeigen, wer in Führung gehen wird. Aber wir haben noch eine Finalrunde, also nicht aufgeben. Hiboki, du darfst dir eine Frage aussuchen. Entweder 600. Wir Gamerwissen, Gamerwissen 600. Oder Gamerwissen. 600. 600? Okay, Gamerwissen 600. Auf geht's. Von irgendeiner Kategorie, egal welche. Hauptsache 600. Okay. So, jetzt mal, liebe Nerds. Ich guck euch drei an.
Wie heißt der klassische und vielfach verkaufte Computer, der im Jahr 1982 auf den Markt kam und dessen Spiele auf Datasetten erhältlich waren? 1982, welche Konsole? Ihr wart auf der Gamescom, die meisten, auch in der Retro-Ecke. Ja, das ist. Wie Poki. Avari. Atari, Avari ist beides nicht korrekt. Ich dachte, weiß ich schon. Es war die zu? Commodore 64. Oh, C64. Doch, C64. Okay. Atari ist C64, aber welcher hätte ich jetzt nicht sagen können vom Jahr? Das heißt. Leider, Fiboki, verlierst du wieder 600 Punkte. Oh. Und wieder zurück. Wie, du nennst Stück. Den C64 aber jetzt nochmal kannst, Konsole. Jetzt kannst du es. Jetzt, jetzt kann ich noch hochreißen hier mit den 6000. Ja, kannst du. Ja, ich auch so. Unterschätzt dich nicht. Linky, du hast die Ehre, die letzte Frage auswählen zu dürfen. Okay, dann nehme ich Gamerwissen für 1000. Gamerwissen für 1000. Okay. Ende an die Buzzer, die ich jetzt natürlich noch anlocke. Gut. Ich lese es mal extra langsam vor, damit ihr halt vielleicht eher buzzern würdet. Wie heißt die Hightech-Brille, die Norman Jaden in Heavy Rain benutzt? Heavy Rain habe ich nicht gespielt. Habe ich gespielt. Ditto. Der benutzt eine Brille? Oh Gott. Ach, der Typ, ja, okay, jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Ja, okay, daran erinnere ich mich, aber keine Ahnung, wie die Brille heißt. Okay. Ich weiß, was du meinst, aber ich keine Ahnung, wie das Ding heißt. Okay. Na dann. Die Antwort wäre gewesen ARI. ARI. Edit Reality Interface. Ich hätte beides gelten lassen, ne? Also es wäre egal gewesen. Gut. Ja, man muss nur drauf kommen. Damit sind wir mit den Fragen durch. Der Punktestand ist Linky und Momsi auf Platz 1. Wie Poki auf Platz 2 mit 900 Punkten Differenz. Nur ein Zweiter, Alter. Aber das heißt ja nichts, denn wir haben noch unsere Finalrunde. Um das nochmal kurz weg. Wobei, ich kann erstmal die Grafik einfliegen lassen. Zu viele Minuspunkte bekommen, Humor. Also, bei der Finalrunde werde ich relativ schnell 10 Fragen vorlesen. Ich werde jetzt nicht, wenn ihr die Frage richtig beantwortet habt, will ich das jetzt nicht direkt im Punktestand updaten. Das wird zu lange dauern. Ja. Weil ich habe ja keine Regie oder so. Ich habe hier erstmal eine Strichliste. Und ja, wer die Fragen richtig beantwortet, kriegt 100 Punkte. Oder sollen wir 200 sagen? Eigentlich ist es egal. Ja, 200. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich wäre dafür. Kein Einspruch. Okay, 200 Punkte. Ja. Hey, wir ändern einfach mal mitten in der Show die Regeln. Alles klar, okay. Ist okay. Gut. Ja. 200 Punkte. Und aber vergiss nicht, aber lass dir ruhig ein bisschen Zeit, immer den Buzzer auch wieder zu aktivieren, ne? Genau. Ja, da man muss auch den Buzzer drauf. Gucken, ja? Ja, klar. Es ist ja erstellt eine Frage und wer sie als erstes schnell beantwortet. Wir schreien einfach alle. Nee. Genau, also ihr buzzert quasi, sobald ihr die Antwort wisst. Und wenn ihr falsch legt, verliert ihr halt die 200 Punkte. Jo. Ne? Also das Übliche, wenn wir was eben hatten, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Okay. In welcher Spieleserie ist Master Chief die Hauptfigur? Linky? Halo. Richtig. Wie viele Juwelen gibt es bei Luigi's Mansion 3?
Wie viele Stockwerke gibt es denn nochmal? Okay, die Frage ist ein bisschen fies. Ja, genau. Ja ist die Antwort. Ja, komm, hopp, nächste Frage. Weiter. Nächste Frage. Es wären 102 gewesen. Ja, nee. Welche beiden Fraktionen treten im Computerspielklassiker World of Warcraft gegeneinander an? Momsi? Menschen und Orks. Nee, Menschen leider nicht. Falsch. Nein. Es ist Allianz und Horde. Ach, Horde, ja. In welcher Pokémon-Edition geht es nicht um Arena-Orden? Das ist bei Sonne und Mond und Ultrasonne und Ultramond der Fall. Das reicht mir, das passt. Alle vier richtig. Dafür gibt's Bonuspunkte. Was bedeutet die Abkürzung CD? Momsi? Kompaktdisk. Das ist korrekt. Damit hast du deinen Minus wieder aufgeholt. Wie nennt man es, wenn man sich bei World of Warcraft zwei Spieler duellieren? Oder wie nennt man das grundsätzlich, wenn sich Spieler duellieren? Momsi? Player versus Player? Korrekt. PvP. Auf welchem Sender wurde von 1993 bis 2000 die 1000-Mark-Show ausgestrahlt? Linky? RTL. Das ist korrekt. So. Wie heißt der Erzfeind von Star Fox? Linky? Andros? Korrekt. Die schwedische Spezialität Surströmming besteht aus welchen vergorenen Fisch? Jetzt nur gefragt, was das ist. Ernährung. Das ist das, was man sieht, wo die Leute alle kotzen, wenn sie die Dose aufmachen. Ja, ich weiß, das ist vergorener Fisch, aber welcher? Naja, weiß wohl keiner. Ahnung. Weiß wohl keiner, es wäre Hering gewesen. Ah, okay. Gut, dass ich jetzt die letzte Frage. Wie hieß das geklonte Schaf, das 1996 für aufgehen sollte? Linky? Dolly. Korrekt. Okay, Finalrunde ist vorbei. Dann würden wir jetzt zu folgendem Endstand kommen. Ich glaube, wir merken, wer gewonnen hat, wer die meisten Finalfragen beantwortet hat. Und die Punktzahl wäre egal gewesen. Linky hat 4 Fragen richtig beantwortet. Das heißt, er kriegt einfach mal 800 Punkte Bonus. Momsi hat 2 richtig, 1 falsch, also 1 Punkt. Kriegt also 200 Punkte zugewiesen. Und Fipoki hat 1 Frage richtig beantwortet. Ja. Hiermit wären wir jetzt beim Ergebnis. Linky gewinnt mit 1100 Punkten. Momsi 2. Platz mit 1300 Punkten. Gut gespielt. Und Fipoki mit 500 Punkten. Ja. Applaus für uns. Ja, ich habe tatsächlich im Discord mal eine Umfrage gemacht, wer gewinnen wird. Und wir haben alle für Linky abgestimmt, die meisten. Wow, okay. Ja. Glückwunsch, Linky, unser Quizgewinner in Gruppe 1. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Die Fragen, Fazit, waren teilweise ein bisschen, und zu schwer. Insgesamt, aber beim nächsten Mal kriegen wir es nicht. Nee, es ist in Ordnung gewesen. Also, ich finde, das darf ruhig halt ein paar schwere Fragen geben. Ja. Zumindest bei den letzten, bei 600 und 1000 wäre ein schwieriger. In Ordnung. Okay, dann gehe ich mal kurz in die AFK-Szene und würde halt jetzt mal langsam mit den nächsten Teilnehmern das Quiz starten. Vielen Dank an Linky, Womsi und Fipoge, dass ihr Zeit hattet. Danke, und dass wir mitmachen durften. Gern geschehen. Ja, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim restlichen Tag, was ihr noch so vorhabt. Schönes Restwochenende. Ciao. Schönes Restwochenende. Viel Glück an die neuen Teilnehmer. Ja. So, und... Nein, sie gehen! Diese stören alles! Uff. Schnell. In der AFK gehen. Gleich schnell um, Ritter.